Servus Leute, da bin ich einmal wieder. Heute auf der Terrasse mit dem Zirndorfer. Schaut euch mal die geile Farbe an. Ah, der Wahnsinn. Um was soll es heute gehen? Heute geht es um einen Tabak. Und zwar um einen Tabak, über den irgendwie keiner spricht, aber den ich probiert habe vor zwei oder drei Monaten zuerst. Und der mich ziemlich weggeblasen hat. Und zwar ist es der Faun Zeppelin. Der Faun Zeppelin. Das Geile an dem Tabak ist, da ist Latakia drin. Und die, die mich kennen, die wissen, ich bin weder großer Faun-Tabake-Fan, es ist nie schlecht, aber Fan bin ich auch keiner, und kein Latakia-Fan. Aber ich mag Latakia trotzdem. Das ist vielleicht zu vergleichen mit, mein Gott, wie sage ich das, mit einem gegrillten Lachs. Gegrillter Lachs ist was wahnsinnig Geiles. Das ist köstlich, das ist eine geile Sache, um Gottes Willen. Aber wenn es auf der gleichen Speisekarte ein Schweinsbraten gibt, ein Rehragout gibt, Schweinshaxen gibt, Schäufele gibt, dann nehme ich das. Also ich würde mir nie den gegrillten Lachs raussuchen. Ich muss wirklich genau in der Stimmung sein. Und so ist es bei mir mit Latakia auch. Bei dem ist es aber anders. Worin wird der heute denn eigentlich jetzt geraucht? In meiner Chris Morgan Bones. Das ist eine ganz, ganz kleine Pfeife, die ist naturbelassen. Das heißt, einfach das rohe Holz quasi. Und die dunkelt mit der Zeit nach. Je mehr du es anfasst, je mehr Jahre die auf dem Buckel hat, desto dunkler wird diese Pfeife. Man kann die halt wirklich in der Faust verstecken, so. Kleiner Nose Warmer. Aber eine sehr zuverlässige, sehr gute Pfeife. Und da ist der Zeppelin jetzt eben drin. Heute ist der Pfeifenstopfer mal dreimal so groß wie die Pfeife selber. Habe ich aus der Tabakperle Dachau. Auch sehr schön. Ein ganzes Horn mit der Patronenhülse unten dran. Wenn du die runterschraubst, hast du halt da auch noch einen Dorn drin. Komplett handgemacht. War irgendwie 13,50 oder so. Das konnte ich nicht liegen lassen. Was ist denn drin im Tabak? Virginia, Black Cavendish, Kentucky und Latakia. Warum stehe ich jetzt so auf diesen Tabak? Das ist mein Sommertabak 23 sozusagen. Ich rauche zurzeit fast nur noch den. Ein Gedicht. Weil es kein normaler Latakia ist. Es ist ein syrischer Latakia. Und der syrische Latakia, der schmeckt, finde ich, völlig anders. Ihr habt so eine rauchige Grundstimmung, ja, das ist eh klar, aber
der Syrische schmeckt viel, ja, raffinierter, feingliedriger, irgendwie feiner. Das ist, finde ich, ganz was anderes. Und diese Verbindung, der süße Virginia und dieses fein edel rauchige, ist was wahnsinnig Geiles. Also für jeden, der Latakia mag, kann ich den nur 10-mal empfehlen. Der V&Z Zeppelin. Ich zeige euch einmal da den. Tabakbild. Und sieht schön den Black Cavendish zwischendrin. Ein ganz toller Tabak. Wer Latakia mag, wer dieses leicht rauchige mag, für den ist der Tabak, finde ich persönlich, sowieso Pflicht. Schaut es euch mal an, raucht es nochmal. Da ist Faun auch gar nicht geizig mit Tabakproben, wenn man da hinschreibt. Da gibt es ja schon mal ein Video vom Ed, wo er sagt, ja du, ich habe da hingeschrieben und die haben sofort ein paar Proben retour geschickt. Weiß natürlich jetzt nicht, ob das bei jedem klappt. Aber Versuch ist wert. Er kostet, glaube ich, irgendwie 12 Euro oder sowas. Aber Found-Tabak sind meistens Heuchlein teurer. Aber wir sprechen hier trotzdem noch nicht von einem teuren Tabak. Also 50 Gramm, 12, noch was. Das ist nämlich relativ normal. Es ist tendenziell teuer, aber für einen richtig guten Tabak, ob ich da jetzt 10,50 oder 12,50 zahle, kommen wir mal ganz ehrlich. Super geil. Der süße Virginia mit diesem edelrauchigen syrischen Latakia, der ist sehr viel raffinierter wie der zypriotische Latakia, muss ich sagen. Ich dachte nicht, dass der Unterschied so gravierend ist, aber finde ich, schmeckt echt völlig anders. Übrigens, bevor du fragst, Ed, der Casio Illuminator, habe ich heute einmal die Nerd-Uhr schlechthin an aus der 80er Jahr. Also, gebt es einmal Chance, probiert es nochmal. Hervorragender Tabak, wie ich finde. Süß, rauchig, der zickt nicht rum, der brennt kühl ab, wenn man ihn gescheit raucht. Mein derzeitiger All-Day-Smoke. Ne? Also, meinst der für mich der Sommertabak 23. Und das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich, wie gesagt, kein Latakia-Fan bin, aber der hat es jetzt in kürzester Zeit geschafft, sag mal, das Feuer ausgerülpst. Der hat es in kürzester Zeit geschafft, dass ich den einfach nur total feier. In diesem Sinne. Hockt euch nochmal raus, dreht Videos, hockt euch auf die Terrasse, weil der Sommer ist bald perdu und ja, dann käme der Katz. Also, bis zum nächsten Mal.